es wieder soweit. Aus dem TV-Studio in Hamburg. Die goldene Gnickel-Show. Heute mit der ultimativen Band des Nordens. FRW oder auch Frei will ich. Und auch er macht das hier freiwillig. Der goldene Gnichel. Applaus! Die 100. Börde. Wir haben die 101. Folge jetzt. Ja, und hier ist die 101. Folge. Soll ich sagen, die 101.? Ja, das wäre ja albern. Auch. Das wäre ja albern. Nee, das wäre echt albern. So, wir haben heute zu Gast FRW oder auch Frei will ich. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt die Überleitung zu unserer nächsten Matz. Denn wir haben ein Video gedreht bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sven Hinzpeter ist dabei übrigens. Einige Leute kennen ihn schon, die letzten Folgen geguckt haben. Ja, es ist der dritte Teil von Holt den Gnichel. Sehen wir doch einmal Holt den Gnichel. Hallo, ich bin Timmy Schmidt von der Freiwilligen Feuerwehr Willinghusen. Heute wollen wir mal den Gnichel ordentlich nass machen. Und deswegen sage ich, holt den Gnichel! Timmy, du, der Gnichel hat doch gerade angerufen, hat einen Brand gemeldet. Das passt ja. Wo bleibt ihr? Sie brennt noch. Hallo? Hallo? Na Gnichel, das passt ja. Hey. Ordentlich nass geworden, ne? Ja, wenigstens das Feuer gelöscht. Na, dann komm mal mit zur Feuerwehr und verpassen wir dir mal eine ordentliche Uniform. Okay. Halte aus! Ich komme! Halt aus! Wo bist du denn überhaupt? Ah da, alles klar, ich komme. Moment. Okay, nimm meine Hand. Michel, dafür haben wir richtige Leiter bei der Feuerwehr. Ach so? Wieso drehen die jetzt andersrum? Die Leiter ist doch da vorne. Ja, richtig, aber der Drehkranz sitzt auf dem hinteren Teil des Fahrzeugs. Ja, hallo, nein, hier, Ausfahrt freihalten. Hier. Jetzt richten die hier erstmal die Leiter ein. Das heißt, wir haben hier überall Stempel. Die werden gleich ausgefahren, sodass die Leiter dann auch stabil und gerade steht. Leute, ich kann zur Not auch noch einen Wagenheber aus meinem Auto holen. Nickel, nee, komm ja noch ein bisschen raus. Dann ist das eine große Verletzungsgefahr. Da muss ich ja gar nicht mehr klettern, ne? Da kann ich ja einfach in die Box gehen. Da könnte man jetzt einfach in die Box gehen. Die könnte man. Könnte man. Ach so, ich muss trotzdem klettern oder was? Richtig. Geil hier. Transformers. Du sollst die Person da oben retten, und zwar über die Drehleiter. Das heißt, du wirst hinten einsteigen, wirst die Leiter hochklettern und die Person entsprechend über die Leiter wieder nach unten retten. Ja, oh, er geht hoch. Was? Aber jetzt ist er doch schon da und kann die Maid retten. Ja, du sollst sie doch retten. Ah, verdammt. Ich komme! Oh Gott. So, okay, nicht nach unten gucken, habe ich gerade gemerkt, nicht nach unten gucken. Oh, verdammt! Nein! Okay. Hallo, und wie geht's dir so? Holde Maid, komm hier hinauf auf mein edles Ross. Es schwang. Okay, ich bewege mich. Oh, oh! Hilfe, Holde Maid, rette mich, rette mich!
gehe da nicht rüber. Hä? Wie? Du gehst da nicht rüber. Ich muss da auch rüber. Okay. Ich will dich jetzt retten. Du musst jetzt mit rüber. Nein. Ich will dich retten, Mann. Nein. Lass dich doch mal retten. Oh, oh. Okay. Oh. Ich lasse dich jetzt herunter. Oh, siehst du, wie ich das kann? Komm, du schaffst das. Komm. Ja. Ja, du schaffst es. Ja. Ja! Ich hab dich gerettet. Dankeschön. Bitteschön. Danke. Bitte. So. Dich rette ich auch. Komm her, Vorsicht. Vorsicht. Okay. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Okay. Okay. Bisschen schwindelig. Bisschen schwindelig, ja, das vergeht. Wenn man das jahrelang so macht wie ich jetzt, ne? Dann vergeht das irgendwann. Hab ich toll gemacht, ne? Hab ich gerettet hier. Da, Holde Maid und so, ne? Aua. Ach, Nihil, jetzt hast du sie zwar gerettet, aber jetzt müssen wir immer noch das Feuer löschen. Das heißt, so. Jetzt ist Brandbekämpfung angesagt. Oh, schnell! Löschen! So, Nihil, Schlauch. Ja. Es ist jetzt so, dass wir die Brandbekämpfung vornehmen. Das heißt, wir müssen von dem Fahrzeug erstmal Schläuche auslegen, setzen dann einen Verteiler, damit wir mehrere Schläuche dort anschließen können. Natürlich. Weil es gibt verschiedene Schlauchgrößen. Wir gehen zuerst mit einem dicken Schlauch, gehen wir von dem Fahrzeug weg, und verteilen es dann auf zwei kleinere. Die haben Buchstaben, das geht dann mit A, B, C, D, E. Wobei, bis E geht das? Ja. Welche Größe traust du mir so zu? Dir traue ich schon ein C zu. Das ist hier ein Strahlrohr, der wird vorne auf den Schlauch draufgesetzt. Aha. Das darfst du gleich machen. Der Schlauch kommt ja nach vorne hin. Ja. Ich hab verstanden. Was machst du denn da? Was? Ich dachte, ich soll das auf den Schlauch? Nein, nicht auf den Schlauch. Ach so. Auf den anderen Schlauch. Doch. Achtung! Wessen Auto ist das? Ich wasche auch gratis. Du mach rauf da. Ach du Scheiße. Warte mal. Ordentlich raufdrücken. Warte mal, ganz schön. Ui. Könnte sich jetzt noch mal die holde gerettete Shampoo holen und sich auf den Wagen... Du hast hier bei dem Strahlrohr verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen. Oh. Das nutzen das wir kann ich. Wenn wir drinnen im Feuer sind, um dann uns selbst zu schützen. Und so können wir das entsprechend einstellen. Wow! Und alles gelöscht. Oh. Jawohl! Ist gelöscht hier! Super gelöscht! Alles leer! Kein Feuer mehr! So, Nihil, komm rein. Wir wollen in die Höhe. Oh, verdammt, wie hoch geht sowas? 23 Meter. Oh, 23 Meter. Oh Gott, das gibt er jetzt voll, da gibt er Vollgas. 23 Meter sicher? Ja. Oh Gott. Scheiße. Ist das so? Also ich kann den Kopf von hier oben steuern, aber Niklas hat auch die Möglichkeit von unten zu steuern. So dass er aber die Hoheitsgewalt hat. Wenn er sagt, ich greife da jetzt ein, dann habe ich keine Möglichkeit mehr. Aha. Oh Scheiße, ich falle. Ich spürte, wie die Farbe aus meinem Gesicht schoss. So, und nun lass uns mal kicken gehen. Lass uns mal kicken gehen. Ja, wir haben jetzt so viel Arbeit gehabt, jetzt müssen wir auch ein bisschen Freizeit haben. Ja! So, liebe Kinder, so werden die Straßenstriche gemacht. Erst sehen sie rot aus, dann tritt es sich fest und irgendwann werden sie weiß. Wir kicken gleich. Das ist Vorbereitung zum Kicken. Okay, ist ja gut. Geil, wir machen jetzt Kicker. Feuerwehr kickern. Lass die Spiele beginnen. Ja, ich hab Frühstall. Okay, komm, wir gehen ran. Ah, ran. Da. Oh, Scheiße, da wird man ja nass. Ey! Ey! Alter, was geht denn hier ab? Alter, wir gehen. Lauf rüber da, rüber. Das dauert mir zu lange. Übernimm. Strike! Ja, danke, dass ich hier sein durfte, mit euch mal diesen Tag erleben durfte. Vor allem, weil ihr jetzt wie ihr Kicker spielt. Danke, mich seht ihr nie wieder. Wenn ihr auch ein Verein seid oder irgend so eine Organisation seid, wir hatten jetzt schon Schwertschaukampf, wir hatten einen Reiterhof und wir hatten jetzt die Feuerwehr. Wenn ihr auch mal den Knie holen wollt und ihm zeigen wollt, was da so abgeht bei und ihm mal nass machen wollt oder wie auch immer, dann schreibt uns eine E-Mail.
wenn ihr andere Filme habt, ach, verdammt, jetzt habe ich das Ding umgedreht. Okay, pass auf, wir machen das jetzt so. Falls ihr uns was schicken wollt, dann tut dies an, jetzt bin ich ganz raus, Tide TV, Fach, die Goldene Knieche Show, Finkenau 35 in 22081 Hamburg. So, und jetzt, wenn ihr uns mal eine E-Mail schreiben wollt und mich holen wollt oder euch bewerben wollt oder hier sonst was, dann macht dies an bewerbung@kniecheshow.de. So, jetzt will ich aber endlich die Band ankündigen. Hier ist zu Gast FRW! FRW, frei will ich. Jetzt muss ich schon ganz vielen Leuten beantworten, wieso FRW, frei will ich. Ja. Was ist das für eine Abkürzung, ne? Aber du sagst es mir, oder wer sagt es mir? Irgendeiner sagt es mir per E-Mail. Er möchte es gerne. Freiwillig. Achso, willst du es sagen? Oh, ich hab's auch schon gemacht. Du hast es schon gesagt, okay. Freiwillig ist nun mal die reguläre Abkürzung FRW. Ist so. So sieht's aus. So aber sieht's trotzdem aus. Nennt ihr euch frei will ich. Genau. Sein, oder was? Richtig. Frei, also, will, frei ich. Sein. Will ich. Kennengelernt habe ich euch damals als The Sharks. Genau. The Sharks, wie kommt's? Es gibt schon Bands, die so heißen. Ja, es gibt also, genug Bands. Ne? Ja, The Sharks ist ja auch, glaube ich, ein Name, den denken sich schon mal Leute aus. Auch. Ganz viele. Ja. Aber der Witz ist, ich habe euch kennengelernt, als ihr zu zweit nur mit Gitarren gespielt habt. Genau. Als The Sharks. Warum? Wie ist es jetzt zugekommen, dass ihr mehr Leute seid? Wir haben uns. Also, ich habe gehört, die suchen Schlagzeuger, bin ich mal vorbeigekommen und dann hat's gepasst. Gekesselt. Das heißt, ihr wart vorher auch noch. Ihr habt mir, glaube ich, gesagt, ihr wart eigentlich auch nicht wir haben zu eine zweit, Geschichte, ne? Da reicht eine Sendung nicht. Also. Oh. Nein, wir waren mal zu dritt. Ganz kurze Story. Drummer, Bassist, Gitarrist. Und ja, wie das so ist, Differenzen manchmal so in der Band. Und dann will man sich weiter formieren. Aber dann ist es halt schwer, wenn der Drummer nicht dabei ist. Was machst du? Also, du machst weiter. Du willst Musik machen, du willst die Leute begeistern. Machst du erstmal zu zweit. Reicht aber uns nicht aus und so haben wir uns alle irgendwie zusammengerauft und ja, jetzt sind wir freiwillig. Passt ja auch zu dem genau. Feuerwehrbeitrag. Ja, ganz genau. Ist ja gar nicht so kurz die Geschichte. Nein. Sendezeit? Oh, stark zusammengefasst jetzt. Ja. Bitte? Stark zusammengefasst. Ganz stark. Jetzt. Achso, ganz stark. Okay, es ist eigentlich, na gut, Geschichten gibt es dazwischen immer noch. Richtig. Das ist klar. Richtig. Ja, genau. Aua, hey, was soll denn das? Was liegt du, ich war die letzten Wochen so nachsichtig. Hä? Hier liegt ein Hut. Warum liegt hier ein Hut? Ist das, nicht, war das, dass ist das nicht der von Jul? Das ist der von Jul. Oh Gott. Was ist denn jetzt? Party! Gottes Willen! Jul? Party! Jul, die Party ist vorbei. Die 100. Folge haben wir letzte Woche gefeiert. Was? Hast du jetzt, oh, yeah. Hast du jetzt eine Woche lang hinter dem Sofa gelegen? Da waren noch andere. Wie, was? Bitte? Hier, du hast deinen Hut. Danke, dass du da warst. Jul Cooler ist mit... Zusammen, hast du aus der Vase getrunken? Oh. War gut. Jul, alles klar. Hab danke, dass du da warst. Danke, dass du mir gratuliert hast letzte Woche. Alles Gute zur 100. Show. Ja, danke, danke. Die ist jetzt vorbei, Jul. Danke, Jul Cooler, meine Damen und Herren. Ja. Jul Cooler, wer uns jetzt das erste Mal auf Tide sieht, ist mit mir zusammen in einem Projekt 10 nach 10 zu sehen am 17. September. Infos auf www.kniecheshow.de. Wenn ihr die Folge jetzt im Internet seht, ist vorbei. Tut mir leid. Aber zurück zu euch. Ja, genau. Warum eigentlich frei will ich? Also soll ich lange Story oder kurze? Mach die kurze, die ist lang genug. Gut, die kurze. Mach so. Die lange, dann redet er weniger. Ja, so, warte, Sendezeit. Ja, ganz einfach. Jetzt freut sich die Feuerwehr. Ist wirklich so die Geschichte. Ich laufe durch Wald und Wiese auf der Suche nach einem schönen Namen. Millionen Wörter und mich trifft der Schlag am Feuerwehrhäuschen. Ah, zack, FRW, so ist es geboren. Die Feuerwehr sitzt heute freiwillig übrigens auch im Publikum. Motto, das, was wir machen. Hallo, Freiwillige Feuerwehr. Erste Reihe hier, Freiwillige Feuerwehr, Willinghusen. Genau. Willkommen hier. Ja, und das war eigentlich der Name, das passt zu uns. So sind wir, so spielen wir, freiwillig, fertig. So war der Name da. Freiwillig. Wir spielen total freiwillig. Knieche, bevor wir es vergessen. Genau. Bevor wir es vergessen. Was denn jetzt? Wir möchten uns natürlich auch nochmal erkenntlich zeigen. Und was war auch jetzt? Du hattest ja deine 100. Show. Ja, man sieht, Jul hat noch ein bisschen Luftschlag. Und wir haben uns so gedacht, es war ja immer 100 Jahre, aber es ist ja die 100. Show. Da kriegst du von uns. Ich bin nicht alt, ich bin Klassiker. Und der Inhalt, den darfst du aus Werbegründen nicht zeigen. Oh, aber schön zum Kaffee umrühren. Guck mal gegen deine alte Tasse. Ja, cool. Hey, Moment, das ist aber eine original rettete Schuhigel-Tasse. Das möchte ich. Ja. Aber wir dachten uns, du bist jetzt ein Klassiker hier. Und, Dankeschön. Kein Problem. Dank. Danke. Mensch, das finde ich cool.
So ist das. Das ist echt cool. Hier könnte ich das so umschütten einfach. Ja. Ne? Und dann ist auch der Inhalt. Der ist dann, ja, okay, gut. Naja, gut. Ich könnte hier jetzt. Ja, das ist ein Medizinbecher, ne? Falls du das. Braucht, ja. Deswegen. Das haben wir uns gedacht. Okay, Feuerwehr. Ich habe noch was für euch. Könnt ihr benutzen. Könnt ihr dann Feuer mit ausmachen. So, wir wollen ein Spiel mit euch spielen. Ja. Yeah. Oh, ja. Wir wollen ein Spiel mit euch spielen. Und zwar, was wollten wir eigentlich nochmal für ein Spiel spielen? Ich weiß gar nicht mehr, was wir für ein Spiel heute spielen wollten. Sanders, du hast da was vorbereitet? Ach ja, stimmt. Erinnerung. Danke. Als kleine Erinnerung. Wir spielen ein Spiel mit euch. Mit Tennisbällen. Wir ziehen erstmal die Strafe, was der Verlierer machen muss. Wir haben das vorher hier mit dem Publikum. Sven Hinzpeter ist auch wieder da. Also, Sven Hinzpeter ist heute sogar auch wieder hier, ja. Aber wir haben es verfolgt. Wenn ich diesen Namen hier einmal lese. Wir haben es verfolgt. Ihr habt es verfolgt. Das ist, er verfolgt ist, das ist gut. Wenn dieser Name da draufsteht, gehe ich raus. Naja, hier steht fast, also hier steht dicke Backen. Dicke Backen, wie dicke Backen. Was damit gemeint? Wer hat das geschrieben? Ich soll dicke Backen machen dann oder was als Verlierer? Das kann er schon. Guck mal, Sanders hält hier schon die nächsten. Alle meine Entchen gurgeln? Oh. Muss der Verlierer? Oh. Okay, findet ihr das gut oder noch eine ziehen? Lass mal das Publikum. Okay, wir lassen das Publikum entscheiden. Okay, ich frage jetzt beides mal. Das nehmen? Nein. Oh, alles klar. Okay, es war klare Publikumsentscheidung. Ihr wollt nur, dass da wieder Sven-Hinzpeter steht. Ich weiß es ganz genau. Einen Luftballon mit dem Mund zerplatzen lassen. Was für ein Luftballon? Wir haben alle. Haben wir nur Luftballons von mir? Wir haben noch Woche? Welche. Zum Gymnastikball. Zum. Ist das eine Strafe? Tut das weh? Nein. Das tut weh? Lars weiß, dass es weh tut. Soll ich noch einziehen? Ja. Ja, nee. Ja, Sven Hinzpeter, nee. Ah, nee, das ist ja hier. Hä? Guck mal, Sven Hinzpeter sieht an, er sieht ja ähnlich. So. Gedicht weihnachtlich singend und tanzen mit. Was habt ihr mit Gedichten? Oh, wir haben nur noch zwei, ne? Mindestens 5 Tierstimmen imitieren. Mindestens 5, okay. Ja, gut. Der Verlierer. Was stand auf dem letzten? Was stand auf dem letzten? Wir wollen jetzt wissen, was auf dem letzten stand. In 2 Rollen mit sich selbst streiten. Okay, wir müssen mit sich selbst in Tierstimmen streiten. Okay. Was? Also, kennst du das nicht? Ja, der Verlierer muss sich streiten in 5 verschiedenen Tierstimmen. Wir sind ja mehrere Leute. Also, so, ich mache jetzt mal die Start. Also, wir müssen jetzt den Ball in unserer Stirn balancieren. Falls wir da noch Luft haben, können wir da. Ja, ich werde hier erstmal hier ist die Startmarke bei euch. Und das ist auch gleichzeitig die Zielmarke für uns. Ich kriege hier irgendwie keine längeren Dinger ab heute. So, hier müssen wir hin. Möchte jemand mit ihm spielen? Nee. Dr. Thief spielt mit mir. Möchte. So, wir machen 2 ich Runden, wenn die Zeit reicht. Weil nicht? Die reicht. Okay, wir machen 2 Runden. Das ist eure Ziellinie. Müsst ihr schon mal überlegen, wer von euch, ne? Ja, der Große. Der Große. So, 2. Ihr startet da. Mensch, Tommy. Ihr startet in dieser Ziellinie, 2 von euch und danach die 2 anderen. Okay. Also jetzt kommt jeder ran. So, ihr startet hinter dieser Linie. Ja. Müsst euch diesen Ball zwischen die Stirn machen. Das ist besonders, weil hier ist es warm. Ich sehe, du spielst auch ordentlich. Ja, ein bisschen. Ja, wird besonders schön. Ich weiche schon mal ein. So, also ihr lauft hier rum, zack, um den Schreibtisch herum und da zu erzielen. Oh. Und wir genau andersrum. Wir müssen dann so rum um den Schreibtisch. Wird lustig, wenn wir uns begegnen. So, ich gebe euch schon mal einen. Ja, Mathis, wir beide? Wir beide, ne? Oder? Von der Größe? Ja, von der Größe mache ich es mit dir. Gut. Hast du Pfefferminz genommen? Uli. Nein, aber du wirst auch die Seife nicht benutzt haben. Wolltest du spielen? So, jetzt orange Tanz. Pass mal auf, damit uns die Kameras besser erfassen können, geh du mal hier hin. Das ist ja geil. Ach du Schande, ich muss mit der runterbücken, oder? Ja, hoch. Soll ich mich auf deine Knie stellen? So. Ihr habt einen Vorteil. Ich verrate noch nicht welchen. Okay. Wart mal gleich ab. Okay. Achso, wer ihn fallen lässt, muss wieder zurück, ne? Also den Ball. Okay. Kannst du mal auf dieses Ding. Okay, also, Sanders gibt Startzeichen. Los. Okay. Wo lang eigentlich? Achso, wir dürfen nicht die Hände nehmen. Okay, zurück. Dürfen wir nicht? Du darfst deine Hände nehmen. Ich darf. Nee, ich darf. Ach, da. Ist er da? Scheiße. Was? Ach, nix. Ach, wir können uns Zeit lassen. Die haben ihn schon verloren. Ach, die haben nochmal verloren. Das wird nichts. Oh, verdammt, meine Stirn. Aber es ist ja auch viel Platz an meiner Stirn. Ja, mir steht gerade der Hintern. Das stimmt. Ja. Dir schläft gerade der Hintern. Ah, nein! Nein! So kurz vorm Ziel. Okay, wir müssen uns beeilen jetzt übrigens. Ich mach sie mal hier unten, da habe ich viel Fläche.
sehr viel Fläche. Okay, zurück. Die haben schon wieder. Okay, nach da ein bisschen. Nach da. Ja, okay. Wieso ist das? Ich hab das nicht gesehen. Okay, wir könnten mal ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Vom Publikum, vielleicht haben wir doch noch eine Runde. Ich hab keine Ahnung. Okay, und die Kopf ist gerade am Schwert. Okay, lass es. Lass mal höher gehen, Geh mal höher. Ich kann nicht höher. Okay, jetzt kommt der andere. Okay, ganz gleich. Geh. Ja. Okay. Haben wir mal gewonnen? Wir haben mal gewonnen. Noch nicht ganz. Okay, eine Runde haben wir noch. Eine schnelle Runde. Du hast die anderen beiden. Wollt ihr beiden? Ich fühle mich wie ich bin bei so Bällen. Jetzt lustig. Gewinnt, Alter. Okay, jetzt müssen wir eine schnelle Runde. Also musst du höher. Ja, wie soll ich denn höher kommen? Okay. Sanders sagt stark. Sanders? Los jetzt. Okay. Spielen die eigentlich auch mit? Achso. Ja? Ja, ich höre die gar nicht. Vorsicht! Luftschlangen! Ihr Hindernis! Oh, ja. Scheiße! Haben die anderen auch gleich. Oh nein! Ich hab da. Okay. Oh verdammt! Nein! Okay. Aber sie sind höflich, sie machen Platz bei uns. Ja, okay. Ja, okay. Okay, nach da. Alter, wir haben's gleich. Yeah! Ey, lasst mir mal gewinnen! Wir haben mal gewonnen. So, ihr müsst euch jetzt in verschiedenen Tierstimmen streiten. Los, mach das. Schweiß. Wir haben nur noch ein paar Sekunden. Ihr müsst gleich euren Song spielen. Was? Bumm. In fünf verschiedenen. Du? Einer? Alle? Du bist das Schwein, hat er gesagt. Ich bin los, ich bin der Hund. Bin ich Katze? Ja, ihr müsst euch auch zum Affen machen. Ihr müsst euch zum Affen machen. Ach so, ja. Das ist eine Strafe. Das war eine der anspruchsvollsten Haltung in dieser Show. Ja, das stimmt. Das war eine der anspruchsvollsten Haltungen. So, ihr habt ein Lied mitgebracht. Wie heißt das? Copilot. Copilot. Geht schon mal rüber an eure Instrumente. Und wir hören jetzt. Warte. Also, ihr geht. Ihr wartet. Lasst mir diesen Moment. Diese Band anzusagen, weil sie müssen ja auch noch an ihre Instrumente gehen. Ihr versteht das, die brauchen ein bisschen Zeit. So, ich sehe, sie werden fertig. Hier ist die Band FRW mit Copilot. Woo! Dein Traum ist es zu fliegen. Mit mir der Sonne entgegen, hinauf bis zur Wolke 7. Im steilen Flug zu dir. Ich frage dich, bist du mein Co-Pilot? In den Tod, wir schweben der Sonne entgegen. Bist du bereit? Wir müssen los, es wird Zeit. Mein Wunsch, dich einmal lächeln zu sehen, im Sternenhimmel mit dir unterzugehen, über den Wolken zu schweben, ein Kilometer so weit entfernt. Ich frage dich, bist du mein Co-Pilot? In den Tod, wir schweben der Sonne entgegen. Bist du bereit? Wir müssen los, es wird Zeit.
Wege ist lang, wir müssen zurück. Die Zeit im Nacken, die uns erdrückt. Ich würde jeden Tag mit dir fliegen. 1000 Male und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich frage dich, bist du mein Co-Pilot? Wir fliegen beide bis in den Tod, in den Tod. Wir fliegen der Sonne entgegen, bist du bereit? Wir müssen los, es wird Zeit, es wird Zeit. Ich frage dich, bist du mein Co-Pilot? Wir fliegen beide bis in den Tod, in den Tod. Wir schweben der Sonne entgegen, bist du bereit? Wir müssen los, es wird Zeit, es wird Zeit, wird Zeit. FRW-Schweiß, ich hab original FRW-Schweiß, yeah. Cool, Songs. Nee, Schweiß, dann will ich haben. So, in den nächsten Wochen seht ihr bei uns, Alicia Held ist bei uns zu Gast und der Brettschneider kommt und Sven Phantom kommt nochmal und Hannes Kreuziger, nicht in der Reihenfolge, aber guckt rein und schaltet wieder an, wenn es heißt, die goldene Nickel Show.